Schön, liebe Zuschauer, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal haben wir ein ganz besonderes Interview. Ich habe die große Ehre, interviewt zu werden von Andreas Wendmann, Personal Coach und Trainer aus Wiesbaden. Und er hat gesagt, er hätte ein paar Fragen. Ich bin nicht vorbereitet, ich bin gespannt, was gleich passieren wird. Doch er lebt es selbst. Jan-Marco, wir machen das, weil ich als Personal Trainer und auch in meinen Beratungssituationen immer wieder wichtig ist, Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen. Und jetzt haben wir schon eine Zeit lang zusammengearbeitet und ich kenne dich eigentlich gar nicht. Ja? Ist das so? Ich gehe mal von aus. Und ich weiß nicht, wie das bei deinen Zuhörern ist oder Zuschauern. Das stimmt. Ja? Die wissen das gar nicht. Das ist gut. Sag mal, Jan-Marco, wir hatten das schon vorher, da war noch gar kein Mikrofon an und gefragt. Warum ist das für dich wichtig, andere Leute auszufragen, auszuquetschen? Ja. Was ist deine Motivation dahinter? Meine Motivation dahinter? Um ganz ehrlich zu sein, es gibt drei Motivationen. Ja? Das erste ist tatsächlich, es war auch schon in der Fotografie immer so, ich komme unglaublich gerne raus. Und wenn ich unterwegs bin oder ein Interview führen muss, dann muss ich rauskommen. Das finde ich schon mal toll. Das ist das Einfachste. Der nächste Grund ist der, dass ich tatsächlich sehr, sehr neugierig bin. Und wenn ich Leute ausfragen kann und die sich dazu bereit erklären, dann lerne ich auch selbst eine ganze Menge. Also das heißt, auch diese Neugier wird befriedigt und ich lerne viel. Und das dritte ist tatsächlich, ich möchte es gerne lernen. Also ich habe festgestellt, ich kann mittlerweile ganz gut vor Menschen reden, aber das ist so eine ganz andere Qualität. Und um das zu üben, habe ich gesagt, kann ich es am allerbesten lernen, wenn ich einfach rausgehe und es mache. Ich habe mitbekommen, dass du auch dich mit ganz verrückten Leuten triffst. Leuten, um Leute auszuquetschen, Sachen zu erzählen, Reden zu halten, Dinge zu präsentieren, du hast. Ja, das ist hier in Wiesbaden. Willst du was darüber erzählen? Also eigentlich, ehrlich gesagt, ungern, weil das ist eigentlich eine anonyme Selbsthilfegruppe. Oh, okay. Nein, Quatsch, ganz im Ernst. Wird aber nicht von der Krankenkasse bezahlt, habe ich mal gehört. Also das stimmt. Die werden tatsächlich, obwohl es gut wäre, wenn das gestützt würde. Nein, also da hast du auf jeden Fall schon mal einen wichtigen Punkt reingebracht. Wir sind beide bei den Toastmasters International. Da haben wir uns kennengelernt. Im Rhetorik-Club Wiesbaden, da haben wir uns kennengelernt. Und da lernt man tatsächlich, wie man sich in der Öffentlichkeit präsentieren kann und eben auch das öffentliche Sprechen. Und es ist ganz interessant, obwohl ich ja selbstständig bin und mache Beratung, also mit ganz vielen Menschen, muss ich sagen, ist dieses Treffen, die wir in unserem Club haben, wo wir unsere Abende veranstalten, unwahrscheinlich wichtig für mich geworden. Immer wieder mich auszusetzen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich auszusetzen, ganz neuen Leuten, und oft sind da Gäste da, die kennst du nicht, und mal zu hören, wie kommt das an? Und es hat ja, da ich ja was mit Kommunikation im weitesten Sinne was zu tun habe oder unterwegs bin, und du ja auch in deinem Job, würde ich gerne mal hören, was hast du am meisten davon profitiert, dass du die Möglichkeit hattest, in der Öffentlichkeit über ganz viele Themen vorzustellen? Also am meisten ist tatsächlich jetzt eine richtig, richtig gute Frage, weil ich habe auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen davon profitiert. Also das ist tatsächlich, dass dein Selbstwertgefühl zum einen steigt. Ja. Deswegen kann ich es eigentlich jedem nur empfehlen. Du lernst dich persönlich aber auch besser kennen. Und dadurch, dass du regelmäßig ein Feedback bekommst und merkst, wie reagieren andere auf dich oder wie haben sie es empfunden, bekommst du mit der Zeit ein ganz neues Feedback. Auch das ist tatsächlich der vierte Grund, warum ich Interviews führe. Wenn du dich regelmäßig auf Kamera siehst, bekommst du das ungeschonteste, direkteste Feedback. Und das eben halt auch eine ganz, also ich finde es eine super Sache, weil man auch lernt, sich ganz anders anzunehmen oder auch einfach sich mal so zu sehen, weil selbst wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe, sehe ich mich nicht echt. Ich sehe mich nicht so, wie du mich irgendwo in der Stadt triffst oder wie einer von euch oder sonst jemand mich eben halt kennt und erlebt, weil man sofort anfängt, instinktiv sich zu verstellen. Und das Tolle ist eben halt bei der Kamera oder auch wenn man eine Rede hält und dann das Feedback bekommt, da ist man selber und bekommt dann hinterher das Feedback. Und das finde ich eben halt auch eine gigantische Sache. Aber drittens hat sich tatsächlich auch mein ganzes Leben verändert. Also ich glaube, die Entwicklung hin, dass es heutzutage das Gessinger-Net gibt, an dem ich eben kontinuierlich seit Mai 2014 gearbeitet habe, dass ich die Fähigkeit habe, eben interessierte, spannende Leute zusammenzubringen, das ist auch sicherlich mit dadurch beflügelt worden. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also da ist mehr Wandlung passiert, als dass ich nur sagen kann, wow, ich kann jetzt in der Öffentlichkeit plötzlich reden oder ich traue mich vor Menschen zu sprechen. Aber lass uns mal so ein bisschen aus deiner Schatztruhe erzählen. Mhm. Ja?
die, wenn du vor Leuten reden musst, du musst irgendwas präsentieren vor Kunden, irgendein Ergebnis oder Inhalte oder wie sie sich selbst vermarkten oder verkaufen können. Was würdest du unseren Zuschauern als Tipp geben, wie man sich am besten vorbereiten kann, besonders dann, wenn man vielleicht Lampenfieber hat, nervös wird, man ist ja nicht der geborene Redner. Ja. Hast du so einen praktischen Tipp, wo du sagst, das würde ich euch mitgeben, hier an unserer, auf der anderen Seite, wie man so schön sagt? Das ist echt eine richtig, richtig gute Frage, weil die tatsächlich immer wieder gestellt wird und die begleitet mich tatsächlich schon seit Schulzeiten. Weil ich da auch gerne Referate schon gehalten habe und da habe ich gesagt, wie machst du das? Ich sehe nichts mehr. Was mir persönlich am meisten geholfen hat, und ich kann nur dazu einladen, das mal nachzuprobieren, ist, sich einfach regelmäßig die Situation auszusetzen, weil wenn ich plötzlich feststelle, ich sterbe dabei nicht, das geht vorbei, oder ich werde vielleicht nach 1-2 Minuten, und das ist ja heute bei mir noch so, dass ich am Anfang immer so ein bisschen Phase brauche, bis ich warm werde, und dann merke ich so, jetzt wird's locker, jetzt läuft's. Und diese Phase wird aber immer kürzer. Ich muss ehrlich sagen, das hat früher zum Teil eine Viertelstunde gedauert, wo ich selbst meine Unterlagen nicht lesen konnte. Und das wird dann aber immer kürzer, weil ich einfach irgendwann für mich feststelle, wow, ich kann das. Die rennen nicht schreiend raus, es hat mich auch keiner erschlagen und am nächsten Tag lebe ich noch. Und das ist so das, wie es mir persönlich gegangen ist. Und als ich das festgestellt habe, das begleitet mich auch bis heute, das hilft unglaublich. Mhm. Meine Frage als nächstes, wir holen unseren Kuchen, also auch das ist, es ist live. Es ist live, ja. So ist das. Wir werden vom sehr sympathischen Andreas hier umsorgt. Genau. Hallo, willkommen Andreas. Guten Abend. Nehmen wir mal an, ich fasse das mal zusammen. Du sagst, ich finde es also sehr entspannend, deine Worte zu sagen, es passiert nichts. Und die Zeit, wo man das ein blödes Gefühl dabei hat oder unsicheres oder ein Panikgefühl, wird immer kürzer. Aber nehmen wir doch mal an, das passiert doch sogar den Routiniers. Man sieht das sogar im Fernsehen, wenn das live ist. Man hat einen Blackout. Ja. Auf einmal stehst du da und kommt nichts mehr raus. Also wunderbar. Was machst du da? Ja, also da hast du mir wirklich die Steilvorgabe gegeben, jetzt auch endlich mal schön esoterisch zu werden, so wie sich das gehört, liebe Zuschauer. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir die Eigenschaft entwickeln, einfach mal lieb zu uns zu sein und einfach dieses immer wieder Druck ausgesetzt zu sein, immer wieder Vollgas zu geben, dann, wenn uns möglich ist, das zurückzufahren und einfach zu sagen, ich habe mich einfach lieb, dass ich mich selbst in den Arm nehmen kann. Klingt jetzt zwar ein bisschen bekloppt, aber das ist was ich jahrelang praktiziert habe, spätestens abends, wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich einfach gesagt, egal wie der Tag gelaufen ist und so weiter und so fort, bin ich trotzdem gern und ich akzeptiere mich so und ich erlaube mir auch diesen Fehler zu machen und am nächsten Tag ist wieder ein neuer Tag. Und genau das kann man 1:1 in die Situation reden, eben halt übertragen. Auch wunderbar. 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 Mensch, geht's uns hier gut. Wir machen auch gleich ein bisschen Reklame für euch. Ja. Aber das ist tatsächlich sowas, was du wirklich 1:1 auch in diese Redesituation eben halt übernehmen kannst. Das, warum muss ich denn jetzt dann immer, und das machen wir ja viel zu viel falsch, dass wir immer wieder reden, immer meinen, wir müssen sofort wieder Vollgas geben, wir müssen immer sofort antworten. Und ich finde es so eine tolle Übung, die wir ja zum Beispiel bei unseren Spontanreden haben. Vorher sich mal 15 Sekunden, 30 Sekunden die Zeit zu nehmen, uns erstmal ein bisschen zu beruhigen, uns erstens, zweitens, drittens zu überlegen. Und das auch tatsächlich, sich rauszunehmen in der Redesituation, ich habe mich verheddert, ich habe mich verloren, dass ich das dann eben mir selber erlaube und dann einfach nochmal neu starte. Sehr gut. Das heißt, ich fasse es zusammen, die Stille zu ertragen. Die Stille zu ertragen. Die Stille zu ertragen. Ja. Tut nicht weh, es ist nicht schlimm. Und bevor wir jetzt abschalten und eine Pause machen, weil nämlich hier ein paar Essen, vielleicht ist es möglich für unseren Kameramann mal, unserem Tontechniker mal ganz kurz zu fokussieren. Und das Schöne ist, sein Essen steht auf der anderen Seite. Genau. Und er muss das die ganze Zeit sich anschauen. Genau. Ich freue mich, dass wir hier authentisch und ungezwungen das hier machen können mit dir. Und das ist schon was ganz Tolles. Und wir machen jetzt einen kurzen Cut und sind gleich wieder zurück. Genau.